Wir sind jetzt hier vor dem Zauberkasten, dem Mensamax Einzahlungskasten. Meine Karte halte ich jetzt hier unten einmal vor. Dann wird mein Name angezeigt und die unterschiedlichen Bereiche, die ich auswählen kann. Ich wähle jetzt einfach mal Einzahlung aus. Dann habt ihr im oberen Bereich den aktuellen Kontostand und jetzt die Möglichkeit, entweder Münzen einzuzahlen oder auch Geldscheine. Das mache ich jetzt einfach mal. Mal gucken, ob es direkt funktioniert. Ja, hat er gefuttert. Dann erscheint hier gleich, dass jetzt 5 Euro mehr da drauf sind. Es dauert manchmal einen kleinen Moment, bis das vorne auch bei der Kasse angekommen ist. Und dann könnt ihr aber das direkt auch abrufen und verfuttern und vertrinken. Danach geht ihr nochmal hier oben in die Ecke. Dann ist der Bildschirm wieder bereinigt sozusagen. Eure Daten sind weg und ihr könnt loslegen. Dann guten Appetit!